Hallo und herzlich willkommen zurück zur. Was war das? Oh, Antivirus-Scheiße. Moment. Ja. Ich bin mir sicher, dass mein Computer geschützt ist. Vielen Dank. Okay, sorry. Ja. Willkommen zur 10. Folge von Tomb Raider 2. Das Problem ist behoben und es geht rasant weiter. Das ist ja. Ich finde das echt scheiße. Man kann da nichts machen. Der steht einfach fett davor. So, Leute, ich will mal ein bisschen was ausprobieren. Also, es tut mir mal leid, wenn das jetzt. Erstmal wieder mal an die Uhr gucken. Ist 2. Okay. Nicht wundern. So. Also. Ich hoffe, es macht jetzt mal nichts, wenn diese Folge erstmal ziemlich ungewohnt verläuft. Weil ich, wie gesagt, etwas probieren möchte. Und ja, da kann es natürlich auch sein, dass ich mal nicht ganz so weit komme. Ich traue mich irgendwie gar nicht mit Anlauf zu machen. Aber es klappt. Was möchte ich probieren und warum tue ich es jetzt? Ja. Also. TK Tomp, mit dem ich übrigens in letzter Zeit relativ viel schreibe und wirklich ein super netter Kerl ist, also kann man nicht sagen, ne? Der, verdammt, meinte, dass es hier Uzis gibt. Ich dachte, die kann man nur auf illegalen Wege erhalten. Nein, auf dem Wege in irgendeinem Level alle drei Schätze zu finden und dann gibt's die nämlich auch. Jetzt hat er mir aber erzählt, dass man hier irgendwo angeblich ja welche finden soll, die versteckt sind. Und er meinte, dass das hier irgendwo ist und das suche ich jetzt und da ist es sicher nicht. Aufs Haus springen. Moment, da ist dieser Balkon, was er meinte, oder Balkon, sprecht es aus, wie ihr wollt. Schaffe ich es denn von hier auf das Haus zu springen? Er meinte, ich soll auf ein Haus springen. Damit ist doch sicherlich das gemeint. Oh Gott. Das war ja schon mal nichts. Erstmal. Nein. Erstmal gucken, ob es von hier unten irgendwie geht. Ansonsten brauche ich wohl eine andere Lösung. Okay, das geht nicht. Ich nehme mal an, von hier geht das auch nicht. Nee. Von innen kann man sicherlich auch nicht raufklettern. Er meint ja, ich muss draufspringen. Ich will die jetzt finden. Mein Ohr juckt. So. So. Jetzt muss ich mal beweisen, dass ich halbwegs Tomb Raider spielen kann. Ich muss doch irgendwie hier draufspringen können. Aber wie, verdammt? Könnte es sein, dass. Nein. Ich kann doch niemals da hochspringen und dann hangeln. Das wird einfach nicht gehen. Aber ich kann von hier aus Anlauf nehmen. Das ist ja so schön erhöht. Und dann vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja! Ja! Geschafft! Alles klar, jetzt müsste hier wieder ein Gegner kommen. Okay, vielleicht da drin? Ich bin zum ersten Mal auf diesem Haus. Jo, aber irgendwie erinnere ich mich an die Stelle. Das muss ewig her sein. Da unten, Tatsache. Okay. Und es sind auch noch echt Uzzis. Geil. Vielen lieben Dank an TK Tomp, den Retter aller Uzi-Fans. Ja. Scheint sich gut mit Tomb Raider auszukennen. Hat ja auch Tomb in seinem Namen. Weiß ich nicht, ob es an Tomb Raider liegt, aber wieso denn nicht? So. Alles klar, wir haben Uzis, Leute. Und selbst wenn wir sie nicht hätten, hätten wir sie dann später bekommen. Egal, aber Fakt ist. Wir haben es jetzt schon. Und das dank der Hilfe von TK Chomp.
Der epische Held, der episch ist. Wohin müssen wir? Nach da vorne, dachte ich. Das ist zu. Muss ich das irgendwie aufkriegen? Oh Gott. Ah, meine Herren. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das von alleine aufgeht. Okay, wie war das? Ach, hier. Okay. So. Ich gucke hier aber auch echt jedes Mal nach, obwohl ich eigentlich schon weiß, dass da nichts ist. Was könnte ja sein, dass eines Tages mal durch einen Fehler da was auftaucht? So. Dafür. Ich habe ja die letzte Folge mit den lustigen Worten beendet, wofür wir diesen Schlüssel wohl brauchen. Das erfahren wir jetzt. Du verwendest ihn also nicht. Das ist nett. Dann speichere ich erstmal. Jetzt tust du es. Okay. Tja, Bartoli. Was? So, lieber Herr Bartoli, das war die längste Zeit dein Haus. Es sei denn, du reparierst es wieder, dann ist es immer noch dein Haus. Aber hey, egal. Lara Croft hat schon mal einem Bösewicht und einer ganzen Organisation unheimliche Kosten eingebracht. Und das ist ja wohl theoretisch was Gutes, weil es ja von Bösewichten die Kosten sind. Und ja. Hier gibt es mehrere Optionen raufzuklettern. Ist eigentlich egal, welche ihr nehmt. Ich nehme halt meistens die, die sicher nicht funktioniert. Kann man? Ja, kann man. Nein. Na, du sollst dich theoretisch am Rand stellen, Lara. So, jetzt reicht's. Trick 17. Lass mich doch nicht hier veräppeln. Ein Fenster. Zwei Fenster. Komisch, dass sie bei der Explosion nicht kaputt gegangen sind. Aber durch diese Kugeln. Es sind explosionssichere, aber nicht kugelsichere Fenster. Genau wegen sowas speichere ich. Ich wusste es einfach. Ich wusste es. Und ich muss mal kurz mein Mikrofon muten, weil ich höre, dass meine Mutter kommt und ihr sollt die nicht hören. Ja, sorry, das war jetzt, ich denke, ich hab's angesagt. Ja, hab ich. Ich hab das. Danke, dass du meine Rede mit dieser dramatischen Musik unterlegst. Ich habe meine. Was will ich eigentlich sagen? Genau, ich habe mein Mikrofon gemutet, weil meine Mutter reinkam. Und ihr die nicht unbedingt hören müsst. Und jetzt ein kleiner hilfreicher Tipp, das hier ist nämlich verarsche. Es kommt auch noch die Musik, die schön darauf hinweist. Man denkt jetzt, yeah, wir können hier rüber hangeln und geil und Epic Loot da drüben, sag ich mal so. Von wegen. Der hat gar nichts fallen gelassen, Leute. Das ist pure Zeitverschwendung und Verarsche und ach, was weiß ich. Und deswegen, ja. Deswegen sollte man das nicht tun. Und vor allem, dass die Musik nicht kommt, das deutet ja eindeutig darauf hin, dass Core Design möchte, dass man das macht. Ey, ist euch schon mal aufgefallen, dass man diese Messer, die da rumschlagen, schon das ganze Level durchhört? Die kann man doch nicht überall hören. Ja, also, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder bei der Folge dabei wart. Denn hier geht's zum nächsten Level und das starte ich in der nächsten Folge. Bis dann.